Herzlich willkommen, hier ist wieder Andreas, Birka der Bewirker. Wir sind noch immer bei diesem Kreislauf der Gedanken und dann Handlungen und Ergebnisse. Wir hatten im letzten Video die Glaubenssätze. Und jetzt gibt es dahinter noch etwas Spannendes, nämlich Karma. Ich schwirre es herum, man hat so ein lustiges Buch angegeben, es gibt es ja noch, Mises Karma. Und da gibt es oft ein großes Missverständnis, dass das irgendwas ist von den letzten 10.000 Leben. Das gibt es auch dazu, zu dem Thema Karma. Aber das weltliche Karma bedeutet das Prinzip von Ursache und Wirkung. Was bedeutet das? Nämlich genau das, was wir jetzt immer hatten. Ich habe Gedanken, Bilder, Gefühle, setze Handlungen und habe Ergebnisse. Und das ist Karma. Das ist dein Karma. Und deswegen ist auch im buddhistischen Kontext, für mich auch im christlichen Kontext wichtig, sie sagen, überprüf deine Gedanken, arbeite mit deinen Gedanken, arbeite mit den Bildern und Gefühlen und denke darüber nach, wenn ich Handlungen setze, was hat das in der Zukunft für eine Auswirkung? Das ist das Prinzip von Ursache und Wirkung, gibt es auch bei den hermetischen Gesetzen, und das Prinzip von Karma. Was ist jetzt das Tolle daran? Wenn du das beginnst zu lernen, kannst du viel gezielter deine Zukunft gestalten. Weil du tust das jetzt sowieso, aber zum größten Teil völlig unbewusst und glaubst, das Leben passiert einfach so. Oder wir machen es nach unseren Glaubenssätze. Und der Nachteil von dem Ganzen ist, es gibt keine Ausrede mehr. Du bist dafür verantwortlich. Weil es sind deine Gedanken, es sind deine Bilder, es sind deine Gefühle und es sind dann deine Handlungen. Und das Ergebnis ist dein Ergebnis in der Zukunft. Beispiel. Ich gehe am Abend fort, habe einen riesen Spaß. Es gibt immer den lustigen Slogan, bei mir ist heute Mittwoch, was reimt sich auf Mittwoch? Prosecco. Ja? Und wir haben aber mal Spaß und trinken viel Prosecco. Und dann gehe ich zu meinem Auto und sage, ich habe zu viel getrunken. Aber was habe ich für Gedanken? Ah, es wird ja nichts passieren. Und einmal kann man ja fahren und es wird sich schon ausgehen. Da habe ich Gedanken, dazu vielleicht ein ungutes Gefühl. Die Bilder sind eher versteckt. Vielleicht habe ich noch ein Bild, ja, wie ich zu Hause einparke und es eh geschafft habe. Ein ungutes Gefühl. Setz mich ins Auto, starte es an und fahr. Und irgendwo unterwegs auf einmal leuchtet das rote Licht. Ranfahren, Kontrolle, Polizei, Blasen, 0,9, Führerschein weg. Ergebnis vor meiner Entscheidung. Und dann gibt es Menschen, natürlich nicht ihr, die sagen, ausgerechnet, da muss der blöde Polizist stehen, sonst ist ja nie einer da und genau mir muss das passieren, ich habe so ein Pech im Leben und na, unglaublich und ein einziges Mal fahre ich. Das sind Ausreden. Das ist die Verantwortung abgeben. Karma ist, du hast hier, oder ich in dem Beispiel hätte hier, eine Entscheidung getroffen, ob bewusst oder unbewusst, egal. Dahinter ein Gefühl, ich habe eine Handlung getan, die Handlung hat ein Ergebnis. Also zu dem, was ich tue, stehen. Das ist schon wieder eine große, schwierige Aufgabe für die meisten Leute. Das ist Karma, das ist das weltliche Karma und das ist dieser Satz auch, deine Gegenwart, dieses Jetzt, entscheidet über deine Zukunft. Denn es hat immer ein Ergebnis. Jeder Gedanke, jedes Gefühl und vor allem jede Handlung hat ein Ergebnis in der Zukunft. Immer. Das ist das Gesetz von Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Also kann ich dir nur empfehlen, überprüfe einfach die Gedanken, Gefühle, deine Bilder, ein wenig deine Handlungen. Schau dir die Ergebnisse an, schau dir wieder die Gedanken an, vor allem auch, wohin möchte ich. Und wenn du dazu Fragen hast, frage über die Kommentare, unterstütze total gerne
Und ich wünsche dir einfach ein tolles Karma, das heißt tolle Ergebnisse in deinem Leben und dass es dir einfach gut geht. Wenn dir das gefallen hat, abonnieren, kommentieren und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Schau gut auf dich, alles Liebe.